Um 5 hat mein Wecker geklingelt und seitdem habe ich den Himmel beobachtet. Ich wollte nämlich mit euch an den Strand gehen zum Sonnenaufgang. Um 6.37 Uhr ist Sonnenaufgang oder so. Aber es ist bewölkt. Heute soll nämlich ein sehr schöner sonniger Tag werden. Und ich habe gehofft, dass es heute Morgen auch so ist, aber naja, leider nicht. Schade. Vielleicht morgen. Tach, heute ist Freitag, der 1. April 2016 und ich erspare euch die April-Scherze von wegen, ich höre mit dem Vloggen auf und solche Sachen. Ich gehe jetzt mit Cookie an den Strand. Ja, ich weiß, ich habe in einem der letzten Vlogs gesagt, wir werden nicht mehr an den Strand gehen, aber das Wetter ist so toll, ich habe Bock auf Strand und auf einen Freitag und der Hund läufig ist und das anstrengend werden könnte, was soll's, egal. Es ist jetzt 22.20 Uhr und ich habe seit heute Vormittag beim Gassigehen nichts mehr aufgenommen. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstens hatte ich keine Lust. Ich war zwischendurch, ich habe nichts weiter gemacht, habe hier im Rechner gesessen und Videos geschnitten. Und habe heute 3 Vlogs fertig geschnitten. Aktuell bei 229 ist fertig, allerdings noch nicht veröffentlicht. Veröffentlicht habe ich nur 227 und 228. Dass ich 229 noch nicht veröffentlicht habe, hat einen Grund. Aber dazu gleich mehr. Ich habe ja heute Nachmittag, doch einmal war ich noch draußen. Also dreimal mit Cookie, aber zwischendurch war ich einmal mit Cookie zum Eisladen, habe mir ein Eis geholt. Zu meinem ehemaligen Lieblingseisladen in Ahlbeck, und zwar nur in Ahlbeck. Ah, ist ja verwirrend, ist egal. Also ich war ein Eis essen. Mein Lieblingseisladen auf der Insel ist natürlich in Heringsdorf, das Eiscafé Pinguin, da geht's morgen hin. Ja, und warum ist mein ehemaliger Lieblingseisladen in Ahlbeck ist, oh Gott, das verwirrt mich ja selber, also Blödsinn, was ich hier alles erzähle. Naja, egal, ihr versteht das schon. Ja, die haben das Eis, den Preis erhöht, womit ich noch leben könnte. Allerdings schmeckt das Eis nicht mehr so gut wie früher. Und ich weiß nicht warum. Ich habe vor kurzem gesehen, dass sie ihren Namen geändert haben. Aber so wie es heute aussah, sind noch dieselben drin. Nur das Eis schmeckt nicht mehr ganz so wie früher. So, warum ich 229 heute noch nicht veröffentlicht habe, ist, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich es veröffentliche oder ob ich es heute schon veröffentlichen kann. Das liegt daran, weil ich da das erste Mal davon gesprochen habe, dass ich Bewerbungen schreibe, beziehungsweise darüber nachdenke, Bewerbungen zu schreiben und so. Ja, aber ich werde es so veröffentlichen. Ich habe erst darüber nachgedacht, weil er noch nicht sicher ist, ob ich was habe oder ob ich was bekomme oder wie auch immer. Und meine Vlogs ja wahrscheinlich auch
Kollegen oder sonst wer sieht, keine Ahnung. Und deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich es veröffentliche. Aber ja, es ist halt so. Warum soll ich auch damit hinterm Berg halten, dass ich Bewerbungen schreibe oder darüber nachdenke? Und zwar, ja, habe ich mir die letzten Tage Stellenangebote rausgesucht, die in den Bereich Video gehen, Video Editing oder Social Media. Ich weiß nicht so recht, wie ich sagen soll, aber es geht mir halt einfach gegen den Strich und mich macht das nicht mehr glücklich und das ist einfach der Hauptgrund, weil warum soll ich das noch weitermachen, wenn es mich nicht mehr glücklich macht, dann bringt es mich auch nicht vorwärts. Naja, und deswegen kann ich damit auch offen umgehen, dass ich Bewerbungen schreibe oder darüber nachdenke, das an den Nagel zu hängen. Ich habe kein konkretes Beispiel, deswegen muss ich das jetzt ein bisschen vage halten irgendwie und hoffe, dass ihr das versteht. Fakt ist, wenn man was will, muss man nachfragen. Wenn man was erreichen will, muss man seinen Arsch bewegen. Und wenn sie was ändern soll, krieg deinen verdammten Arsch hoch und mach's Maul auf und dann kannst du dafür sorgen, dass sich was ändert. Aber nicht, indem du irgendwo in der Ecke stehst und darauf wartest, dass was passiert. Ich habe letztens getwittert und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf kam oder warum ich darauf kam, aber ich habe getwittert, Schlaraffenland ist abgebrannt und ist bescheuert und wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber passt auch dazu, ne? Also, dir fliegen keine gebratenen Tauben auf den Teller. Man muss sie schon selber fangen und braten. Oder auch nicht, wenn du Vegetarier bist wie ich. Ja, ich merke schon, das wird heute nichts mehr. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Also, wenn sich was ändern soll, mach's Maul auf. Wenn du was erreichen willst, beweg deinen Arsch. Und wenn du was willst, wobei die anderen helfen können, dann geh verdammt nochmal hin, überwinde deine Schüchternheit oder deine Angst und frag nach. Das war's dann für heute. Morgen wird hoffentlich spannender. Wie gesagt, ich habe heute viele Videos geschnitten, deswegen spannender wird's morgen auch nicht, aber ein bisschen mehr wird passieren, weil wir Eis essen gehen. Dann wird nur zu sehen sein, wie ich Eis esse. Und der bewegt deinen Arsch. Alles klar. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen. Tschüss. Oh, ich hab Sodbrennen, Cookie. Das ist schlecht für das Video, wenn er ein Video aufnehmen willst und immer aufstoßen musst und ekelhaft. Tschüss.